bist ziemlich gut im Sachen kaputt machen. Ich, kann das respektieren. Danke, Kumpel. Holen wir uns diesen Schatz. Sieht aus wie eine Falltür mit zwei Hebeln. Na los, ich bin bereit. Auf drei. Eins, zwei, drei. Drachen? Die gehören mir. Okay, versuchen wir es nochmal. Eins, zwei, drei. Und nochmal auf drei. Zwei, drei. Und nochmal auf drei. Eins, zwei, drei. Ja, wir sind drin. Was siehst du? Ist es großartig? Hier ist so viel Beute, aber der Boden sieht verrottet und instabil aus. Mary, Sao kommt zu dir. Wie kommt ihr mit dem Schatz voran? Es läuft prima. Geh zur Seite, Penelope. Kanonenkugel! Nein, warte! Oh oh! Die Zeitplanung hat mich fest im Griff. Der Panda-König und der Guru befinden sich unter dem Palast. Sobald du drin bist, fangen sie an zu sprengen. Dann mache ich's doch mit Stil. Okay, Leute, ich bin hier oben. Die Vasen um dich herum sind eine uralte chinesische Sicherheitstechnik, um unterirdische Diebe zu entdecken. Unser Befreiungstunnel für Jingqing wird den Palast erschüttern. Verstehe. Und wenn eine der Vasen umkippt, löst sie einen Alarm aus. Genau. Sie dürfen nicht umfallen. Ich setze all mein Vertrauen auf dich, Sly Cooper. Wir holen Jingqing. Das verspreche ich. Hafesabeda. Der Guru hat recht. Lasst uns loslegen. Geschafft! Wir sind direkt unter der Brautkammer und nur wenige Zentimeter von Jingqing entfernt. Hast du gehört, Bentley? Du bist dran! Carmelita mit einer Greifkamera vor den Palast. Ich habe ihr eine Visitenkarte dort gelassen. Sie wird sie bestimmt sehen und reinkommen. Dann machen wir ein kleines Täuschungsmanöver. Oh, und halte die Position auf der Pfahlplattform. Wir brauchen dich, um den Schatz abzuwerfen. Thank you.
Opfer. Diese Kerle prahlen selbst dann noch, wenn sie davonlaufen. Oh, Vater, du hast mich vor General Zhao gerettet. Ich hatte schon nicht mehr zu hoffen gewagt. Ja, meine Tochter. Du bist in Sicherheit. Vorsicht, Sly. Du hast Gesellschaft. Okay, Bentley. Geheimplan Alpha läuft. Du weißt schon, der, bei dem ich mich als General Zhao verkleide und die verschleierte Braut während der Hochzeitszeremonie entführe. Ja, sorge dafür, dass die ganze Gang da ist. Okay, ich gehe jetzt zum Treffpunkt. Ende und aus. Sly Cooper und seine geheimen Pläne. Wer ist diese verschleierte Braut, für die er sich so interessiert? Aber er ist nicht der Einzige, der sich verkleiden kann. Ich werde ihm und seiner Gang eine Hochzeit bereiten, die sie nicht so schnell vergessen werden. Welche seltsamen Erschütterungen stören meine Meditation am Vorabend meiner Hochzeit? Mach dir keine Sorgen, meine Braut. Ich werde dafür sorgen, dass unserer Liebe nichts im Wege steht. Nicht einmal deine törichten Fluchtversuche. Na, vielleicht kann ich mich inmitten des Glanzes meines Schatztempels besser konzentrieren. Kamelita hat angebissen. Wo seid ihr Jungs mit Jinking? Wir sind im Van. Warten auf den Schatz und sind bereit zur Flucht. Mary, Zhao kommt zu dir. Wie kommt ihr mit dem Schatz voran? Es läuft prima. Geh zur Seite, Penelope. Kanonenkugel. Nein, warte. Oh, oh. Okay, Jungs. Schickt den Schatz mit dem Fallschirm zu mir runter. Ich bin bereit. Mein Familientempel zerstört! Noch nie musste ich eine solche Freveltat erleben. Dafür werdet ihr bezahlen. Tja, Zhao, ich hab deinen Tempel zerstört und jetzt ist dein Gesicht dran, weil du dich mit der Cooper Gang angelegt hast. Du kannst mich nicht verletzen. Nein. Achtung, Bentley, da kommt eine Schatzkiste. Dieser Frevel. Steindrache des Tempels, ich beschwöre dich, von Stein zu Fleisch, hilf der Familie Zhao in dieser Stunde der Not! Heiliger Erdbeerkuchen! Nein, lass mich los! Hier hat die Zhao-Dynastie das Sagen. Hör mir zu, Cooper. Meine Herkunft übertrifft deine in jeder Hinsicht. Es geht nicht um den Familiennamen, sondern was man damit anstellt.